Moin Brickbegeisterte und Future-Fantasten, willkommen bei einem weiteren Review mit einem Set der Firma Blue Bricks, und zwar das Blue Bricks Special mit der Nummer 101274, das Überlicht-Raumschiff Meteor, aka die Komet von Captain Future. Bild blende ich mal hier oben ein. Für alle, die ja Anfang bis Mitte, vielleicht noch Ende der 70er geboren sind, die kennen Captain Future noch aus dem Fernsehen. Das war halt eine japanische Anime-Serie eigentlich, die auch eigentlich eher an Erwachsene gerichtet war. In Deutschland wurde sie ein bisschen umgeschnitten. Es wurde aus längeren Filmen oder Stücken wurden immer so 20, 25 Minuten Häppchen gemacht. Mehr dazu, wer Lust hat, in der Wikipedia gucken. Ich verlinke das Ganze mal. Ursprünglich ist das eine Buchserie aus Amerika aus den Anfang, Mitte der 50er, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kam die raus. Deswegen ist in dieser Serie auch alles mit Atom, also Atomlaser, Atomantrieb, Atom, keine Ahnung was. Also wer da mal Interesse hat, sollte sich das mal durchlesen. Man merkt halt, dass diese Serie halt doch schon deutlich länger mal her ist, dass sie geschrieben wurde. Aber wie gesagt, zurück zu dem Modell. 987 Teile soll das Ganze gut und gerne haben. Kam, ist schon ein bisschen her, dass es rauskam. Ich habe es mir damals gleich zum ersten Release zugelegt, weil ich es halt einfach optisch total geil fand. Ich bin ein Riesenfan der Serie damals gewesen. Ich bin da halt mit aufgewachsen. Das war für mich damals immer ein Highlight im Fernsehen, wenn da eine neue Folge Captain Future kam. Ich habe sie wahrscheinlich alle gesehen, aber gut. Ist lange her, aber das ist halt so ein bisschen Nostalgie. Aber auch das Set sieht nett aus, finde ich. Ne? Also so rein optisch hier, wenn man sich das mal anguckt, macht was her. Ne? Weiß, bisschen grau drinne, so ein paar Trans-Blue, Trans-Yellow-Teile. Jo, gehen wir mal gleich aufs Set ein. Ne? Also was haben wir denn hier? Wie gesagt, wir haben hier die Komet. Wir haben hier vorne noch zwei kleine Mini-Modelle. Das eine ist das fliegende Gehirn. Dr., wie hieß er nochmal? Ich muss nachgucken. Moment, ich habe doch eben extra nochmal... Simon Wright, Dr. Simon Wright. Und das hier soll das Shuttle sein, mit dem der Captain auch häufiger mal durch die Gegend düst, wenn er denn auf irgendeinem Planeten ist. Dann nimmt er nicht mehr seine Komet. Nein, dann nimmt er natürlich das kleine Shuttle. Ja, das soll auch noch dargestellt, wobei die Figur des Simon Wright, also zumindest was die Fernsehserie angeht, hat er nicht viel Ähnlichkeit. Aber gut, in der Größe ist das auch schwierig. Man hätte es vielleicht einfach weglassen sollen. Naja, egal, es ist nett. Wir haben einen hübschen Sockel. Ich werde mal das Raumschiff abnehmen. Das kann man einigermaßen gut. Man muss das ein bisschen hier kippen. So, ne? Dann kann man das machen. Ich habe das Ganze hier ein bisschen modifiziert. Und zwar diese vier Antriebsausleger, wie auch immer man die nennen will, waren laut Anleitung so, dass diese unteren sich nach unten wegklappen konnten, aber nicht nach oben. Nun war das aber in der Serie wirklich immer so, wenn das Ding gelandet ist mal, dann sind die halt hochgeklappt und das Ganze ist halt dann so im Endeffekt ungefähr stehen geblieben. Deswegen habe ich das ein bisschen modifiziert, habe die Gelenke, die hier montiert sind, einmal um 180 Grad gedreht. Dadurch ergibt sich dann der Unterschied, dass die jetzt hier sind nach oben wegklappbar, was ziemlich egal ist, aber das machen wir nicht. Und die unten sind halt auch nach oben wegklappbar. Das war vorher genau andersrum. Naja, das habe ich jetzt eher so für mich gemacht. So kann man das halt schön ein bisschen hier hinstellen. Und das Cockpit hält auch jetzt, anders als in der ursprünglichen Bauanleitung. Die haben es mittlerweile, ich habe gerade mal geguckt, etwas modifiziert. Da fiel das Ding prompt ab. Naja, schauen wir uns kurz den Ständer an. Den Sockel oder was auch immer. Der ist nett gemacht. Wir haben hier unsere zwei kleinen Dings. Wir haben ein zufälliges F-Logo, was der Serie nur zufällig ähnlich sieht. Reiner Zufall. Kann ja mal passieren beim Design, ne? Wir haben hier zwei Translite Blue, glaube ich, ist das. So Round Bricks, ne? 2x2 Round haben wir hier. Innen drin ist noch eine Technikstange. Leider haben sie denn... Ja, es ist stabil. Es ist okay hier, der Sockel. Leider haben sie das unten dann auch nicht weiter befestigt. Ich hätte denn ja hier in irgendeiner Form hier unten auch irgendwie... Es gibt ja die 2x2 Round Plates, auch mit einer Kreuzaufnahme in der Mitte. Und wenn man das dann irgendwie von unten gegengesetzt hätte, an der Stelle hier irgendwie, um dann da eine Achse durchzustecken, hier geblieben, dann wäre das natürlich wahnsinnig stabil. So ist es halt, dass es dann gerne mal hier unten dann doch abgeht, obwohl man es oben eigentlich abhaben will. Ist aber okay, das Ding steht normal im Regal, passt alles. Außenrum haben wir dann so eine schöne kleine Verkleidung, auch hier mit so Translite Blue. Ja, die Transparenzsteine sind so lala von der Qualität, die sind so typischer Blue Bricks Standard, sind okay. Schade finde ich, dass so ein bisschen konstruktionsbedingt haben sie das hier nur an einem Gelenk hier, an einer Hinge festgemacht. Ne? Das ist immer hier nur an einer Seite fest.
Das ist überbaut, ist stabil, ist okay. Hätte ich vielleicht anders gelöst, aber das ist okay. Weil es ist dann immer so nach oben, unten hier, immer wenn man hier ein bisschen dran wackelt, dann habe ich immer Angst, dass mir das da abfällt. Tut's nicht, hält, ist alles gut. Ja, so wie zum Sockel, ansonsten unauffällig gebaut, alles soweit in Ordnung. Aber wenn man ihn halt immer anfasst, habe ich immer das Problem, wie gesagt, ich komme da immer, ich fasse immer da an. Man muss dann hier anfassen oder da anfassen. Naja, so viel zum Sockel. Jetzt zum Highlight. Das eigentliche Highlight ist natürlich unsere Meteor. Ich sage es jetzt nur noch Komet dazu. Also unsere Komet, die sie vom Design im Maßstab Größenverhältnis, ich weiß gar nicht, wie groß das Original-Raumschiff in der Serie ist, also das Original in Anführungszeichen, die Vorlage, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich finde, sie haben die Charakteristiken dieses Raumschiffs gut eingefangen, finde ich. Ja, also dieser lange, dünne ja, Rumpf hier im Endeffekt mit dieser kleinen Gondel hinten die Antriebseinheit. Hier diese seitlichen Panels, die da so ein bisschen Flügel darstellen sollen. Die vordere Kanzel, die zum Bauen nicht schön ist. Also man muss da wirklich aufpassen, da beim Zusammendrücken fällt da gerne was ab. Aber ihr seht, es sieht gut aus. Und jetzt gleich dazu, was ich da modifiziert habe. Das sind zwei Sachen. Im Endeffekt, naja, neben den Flügeln, Auslegern, die ich modifiziert habe, wie eben, das war nur rein persönlicher Natur, weil ich gesagt habe, das finde ich schöner so. Das war vorher stabil, das war okay, das kann man so machen oder so machen, wie man möchte. Geschmacksfrage. Aber wir haben zwei Sachen hier bei dem Modell, die waren eine gelinde ausgedrückte Katastrophe. Also schwer zu bauen ist auf jeden Fall vorne die Kanzel. Die ist halt mit viel Baurichtungsumkehr und kleinen Teilen und sitzt häufig nur an einer Noppe. Es hält jetzt, es ist soweit in Ordnung, man kann das auch abnehmen, das machen wir gleich mal. Aber beim Bauen ist das schon echt fragil, wenn man dann manchmal irgendwo drücken will und nicht aufpassen und rutscht ab, dann fällt das wieder ab. Also das ist schon schwierig. Aber diese seitlichen, was sind das, Radar-Panels oder Solar-Panels oder was auch immer das darstellen soll, wenn man sie so baut wie in der Anleitung, haben sie bei mir null gehalten und sind wirklich einfach vom Angucken, man musste nicht mal pusten, die sind einfach abgefallen. Das war nicht toll. Das Hauptproblem ist die Klemmkraft dieser zweimal, einmal zwei Schräggittersteine, wie auch immer die heißen, weiß ich nicht. Die saßen nur auf einer Noppe und hatten dadurch gar keinen Halt. Also das war eine Katastrophe. Ich habe das jetzt dahin gemodifiziert. Man sieht es hier, ich habe jetzt hier einmal vierer schwarze Plates dazwischen gesetzt. Ich hatte leider keine Dark Blue Gray Plates in meiner alten Lego-Sammlung. Gibt es, wenn denn überhaupt, nur das alte Dark Gray. Das hätte auch scheiße ausgesehen. Deswegen habe ich gesagt, na, nimmst du schwarz. Sieht ganz okay aus, finde ich. Ist in Ordnung. Das habe ich hauptsächlich gemacht und ich habe auch die Halterung ein bisschen geändert im Verhältnis zu dem, wie es vorgeschlagen war. Und so ist es jetzt okay. Also das hält. Man kann pusten. Passt. Alles gut. Ja, also das ist in Ordnung. So für ein Display-Modell ist es okay. Das habe ich zum einen geändert. Und das zweite, was ich geändert habe, das ist die Halterung der Kanzel. Ich gucke mal, ob ich es jetzt rauskriege. Jawohl. Der vorderen Kanzel, des vorderen Cockpit, wie auch immer. Und zwar, naja gut, nun rutscht es natürlich ganz runter, weil das Ding fehlt als Abstützung. Das ist soweit geblieben wie im Original. Da habe ich jetzt keine Modifikation vorgenommen. Das habe ich so gebaut, wie es in der Anleitung vorgesehen war. In der ursprünglichen Anleitung war das halt wirklich so, dass, ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich habe die nicht da. Warte mal, ich hole die mal raus, bin gleich wieder bei euch. Ich schaue mal eben nach und vergleiche das mal mit der jetzt neuen Anleitung. Bin gleich wieder da. Bis gleich. So, ich habe mir mal die alte Bauanleitung, ich hatte sie noch gespeichert bei mir, wieder rausgeholt und da sind wirklich einige Änderungen vorgenommen worden von Blue Bricks im Verhältnis zu meiner Ursprungsanleitung. Und zwar mal eine positive Anmerkung, diese Anleitung hatte 150 MB und eine Top-Bildqualität. Ich habe da ja immer bei der Prinz Eugen so ein bisschen gemeckert. Das hier ist ein Hammer. Also da sind die Bilder. Also das ist so das andere Extrem. 150 Megabyte muss jetzt auch nicht sein, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Jetzt haben sie immer so 20, 25 Megabyte. Kinder, macht doch irgendwie 50 oder so. Dann habt ihr eine ordentliche Bildqualität, eine vernünftige und trotzdem ist die Dateigröße nicht überproportional gut groß. Aber auf jeden Fall gibt es den Unterschied nachher so, das geht los bei Bauschritt Nummer 80, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, so kurz davor, Bauschritt 79. Da fängt man nämlich an, die Halterung zu bauen. Das ist hier dieses kleine graue Teil hier, dieser Liftarm, dieser 5er Liftarm. Da werden dann diese schwarzen Pin auf Noppe reingesteckt. Auf der einen Seite 3, auf der anderen Seite 2. Ich habe das dahingehend jetzt modifiziert, dass ich jetzt hier einen normalen 2er Pin reingesteckt habe. Das hat den Vorteil, dass der dann in
Die innen drinne ist ein 1x3er grauer normaler Brick, ganz normal. Und da geht er halt der lange rein. Vorher waren dann halt nur die drei Noppen, die aufsetzten. Hier. Das war okay, aber naja. So ist es mir lieber, hat einen besseren Halt. Und das Zweite, was sie dann vergessen haben, und zwar hier im Bauschritt 80, in der Originalanleitung, gucke ich mal eben hier, wurde es halt prompt vergessen. Genau, da haben sie einen Bauschritt vergessen und oder haben es jetzt ergänzt. Da wurden dann, die habe ich jetzt selbst ergänzt damals, deswegen sind die einmal weiß, einmal schwarz. Ihr seht die ganz kleinen 1x1er Plates da, einmal oben weiß, unten zwei schwarze. Die waren damals nicht eingezeichnet. Damit hielt das Ganze, ihr seht da in der Mitte eine kleine graue Bar. Die könnt ihr erkennen, ne, die da rausguckt. Da wurde das ganze Ding quasi nachher nur draufgesteckt und das war's. So war die Ursprungsanleitung. Das heißt, das Ding hing erstmal so und einmal so und es fiel ab. Das haben sie dann anscheinend bemerkt. Es gab damals auch viel Feedback von der Community, von den Leuten, die das Ding gebaut haben. Es gab noch einige andere Lösungen. Einige haben den kompletten Teil ersetzt und haben hier eine Kreuzachse reingesetzt, eine Technikachse. Wie gesagt, hier ist eine lange Bar drinne, die so als Antenne sonst, glaube ich, dient halt. Ne? Die ist hier drin, die geht bis hier vorne rein. Also die geht ein ganzes Stück hier durch. Aber so eine Bar hat natürlich keine hohe Verwindungssteifheit. Während eine Kreuzachse da natürlich deutlich besser ist, haben das einige mit einer Kreuzachse umgebaut. Mir war das zu viel Aufwand. Ich hatte auch keine Lust mehr, das nachher zu zerlegen, weil das fällt einem natürlich jetzt auch, wenn man zusammenbauen will, nachher irgendwo bei Bauschritt 100 irgendwas. Dann merkt man einmal, das ist irgendwie so doof. Deswegen habe ich im Endeffekt jetzt damals diese vier Plates, einmal eins hier ersetzt und den Zweier Achspin hier vorne, den Zweier Normalpin, Entschuldigung, den Technikpin hier reingesteckt. Und das ergibt dann für mich eine so gute Stabilität, dass ich zufrieden war damit und ich fand den Umbau dann auch sehr, sehr einfach, weil das ging ganz einfach. Ne, so ein paar 1x1er Plates hat jeder rumfliegen, die Farbe ist sogar fast egal, weil wenn man das gleich raufschiebt, sieht man die nicht mehr. Also da könnte man sogar Lego-mäßig was Gelbes nehmen oder Trans Light Blue oder egal, ihr wisst, was ich meine. Da könnte man beliebig was hinbauen. Ich hatte jetzt halt so zur Hand halt weiß und schwarz, wurscht. So, und dadurch, dass ich jetzt halt vorne den normalen Technikpin habe, die Aufnahmen und die Stabilisierung, wenn ich das jetzt hier reinstecke, man muss natürlich trotzdem so ein bisschen aufpassen, dass man das so, na komm her, na, man muss ein bisschen fummeln, damit da nichts einem wieder auseinanderfällt. Na? Ach so, nee, jetzt ist er dran. So, jetzt ist er fest. Jetzt habe ich ihn fest. So, weiter geht er nicht. So, und man sieht, es hält. Man kann es theoretisch noch drehen. Warum man das jetzt vorgesehen hat, weiß ich nicht genau. Beim Originalschiff damals von Captain Future waren diese vier Panels so drehbar, kennt man. Wenn dann so irgendein Überlichtantrieb oder Zeitreise anstatt, ging auch übrigens. Ne? Ging alles in der Serie. Dann drehten sie sich ganz schnell und dann wurde sie halt zur Komet. Und dann sah das sowieso ein Kometenschweif aus. Egal. Warum man jetzt das hier vorne so drehend gebaut hat, weiß ich nicht. Ich hätte es nicht gemacht, weil es ist ein Displaymodell. So, und ihr seht, das ist stabil genug. Es wubbelt natürlich trotzdem ein bisschen, weil, wie gesagt, hier drin sitzt halt nur diese Bar, die das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Jo, das war so meine Modifikation damals. Die habe ich jetzt gelassen. Und zumindest die 1x1 Bricks Plates, die haben sie jetzt hier ergänzt. Genau genommen sind das hier zwei 1x1 schwarze und zweimal 1x1 Brick Modified mit einer C-Clamp dran. Wahrscheinlich war das entsprechend im Sortiment so vorhanden. Die werden da entsprechend dann draufgesteckt. Den langen Achspin, den normalen Zweier Achspin haben sie jetzt nicht genommen. Der war wahrscheinlich auch dem Set nicht beigelegt. Den habe ich aus Bestand genommen bei mir. Aber das war so für mich die einfachste Variante, das Ding umzubauen und so zu bauen, dass das Ganze nicht traurig immer nach unten knickt. Ich weiß nicht, man sieht, na doch, so ein bisschen hängt es immer noch runter, ne? Das ist aber hier hinten im hinteren Bereich, also da verursacht. Wie gesagt, dieser Round, den ihr da seht, der ist nirgendwo fest. Der ist nur auf diese Bar gesteckt und da hängt dagegen. Ich will es nicht rausziehen. Man könnte die Bar rausziehen. Ich mache es jetzt nicht. Also ja, andere haben es denn stabiler gebaut durch eine Technikachse. Wer das machen möchte, mal ein bisschen gucken im Internet. Ich glaube, das waren die Videos, die es von Bluebricks dazu gab. Darunter gab es ein paar Diskussionen zu dem Thema, wie man das machen kann. Ja, ansonsten, nichtsdestotrotz, wie ich finde, ein bis auf diese kleinen Fehler, die sie ja nun zum Teil in der Bauanleitung zum Glück korrigiert haben, ein wirklich hübsches Modell. Ich hatte sonst wirklich keine Probleme beim Bauen. Die Bauteile waren okay. Es gab, soweit ich mich entsinnen kann, auch keine Gussfehler. So.
also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Modell. Mittlerweile steht es schön bei mir im Regal, am Fernseher und ich schaue immer mal wieder gerne drauf. Ja, ich zeige euch das alles jetzt noch mal ein bisschen im Detail her. Also, wie gesagt, so vom Grunddesign ist das Ding schon hübsch geworden. Also der Designer hat da so grundsätzlich gute Arbeit geleistet. Und der gesamte hintere Bereich ist auch wirklich stabil. Also man kann das hier hinten ohne Probleme halten. Ne? Also jetzt wird es schwierig für mich. So, also das geht. Ne? Also das ist schon, das ist sauber gebaut mit Plates, glaube ich, übereinander geschichtet. Ein bisschen Baurichtungsumkehr reingebaut. Also das ist super stabil. Das ist völlig in Ordnung. Und auch hinten die Kanzel hier, diese Antriebssektion ist gut und stabil und sieht auch schick aus soweit. Also da kann man echt... Kann man nicht meckern. Also das Ganze kostet übrigens jetzt knapp 38 Euro. Momentan ist es aufgrund dieser temporären, also dieser zeitweisen Mehrwertsteuersetzung natürlich ein bisschen Mehrwertsteuersenkung aufgrund der ganzen Corona-Gedöns etwas günstiger. Aber regulärer Preis ist knapp 38 Euro, also knapp 40 Euro kostet das Ding für knapp 1000 Teile. Ja, ist okay. Ne? Also ist kein super Schnapper. Ist ähnlich, wenn man sich überlegt, der Truck hier hinten, ne, da. Der hat 1130 Teile, wenn ich es richtig habe, kostet 48 Euro. Also man sieht schon so, ist so ähnlich vom Niveau. Ja, mehr kann ich eigentlich auch gar nicht sagen zu dem Modell. Was ist mehr? Also die Schwachpunkte hatte ich angesprochen. Die Vorteile sieht man. Es ist ein hübsches Modell. Und so wie ich es jetzt modifiziert habe, ist es auch stabil. Man spielt damit nicht. Also das ist, also vielleicht früher in jungen Jahren hätte ich damit ein bisschen gespielt. Ich habe sowas natürlich auch versucht nachzubauen, weiß ich noch damals. Hat nie so schön gut geklappt und sah auch nie so gut aus. Naja, ich hatte auch nicht unbedingt die Anzahl an Teile und die Spezialteile, die hier mittlerweile drin sind, die gab es damals auch noch nicht, muss man fairerweise sagen. Also viele, viele, viele von diesen Teilen, wahrscheinlich 80%, die hier drin sind, die gab es damals nicht. Anfang der 80er oder Mitte der 80er in Deutschland lief die irgendwie ab, weiß ich nicht. Anfang der 80er irgendwie. Mal einen Blick bei Wikipedia reinwerfen. Ja, ich wollte es euch mal zeigen. Damit ist dann quasi meine Blue Bricks Sammlung auch denn komplett bei YouTube verfügbar. Hier gibt es natürlich kein Aufbauvideo zu, weil ich zähle ich das jetzt nicht und baue das nochmal neu. Da habe ich keinen Bock drauf. Und war jetzt vom Bauen her, von der Bautechnik her auch jetzt nicht so, dass man sagt, das muss man mal gesehen haben. Also das Einzige, was wirklich ein bisschen interessant und ungewöhnlich war, ist hier vorne das vordere Cockpit, die vordere Kanzel, wie auch immer man das Ding nennen will. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Der Rest war völlig okay. Also vom Bauen her kann man echt nicht meckern. So, wollen wir mal wieder versuchen, das hier rauf zu wursteln. Das ist dann eigentlich ganz okay, weil wir haben unten so zwei Aussparungen. Einmal davor, also eine Aussparung vorne und dann wird das halt hinten mit aufgesetzt. Und das klappt eigentlich ganz gut, wenn man das vorne so trifft. So, jetzt hinten so ein bisschen wackeln. Vorne einmal. So, fertig. Jetzt kann ich die wieder ein bisschen runterdrücken hier. Ah, jetzt habe ich sie kaputt gemacht, ne? Ja, das war meine Schuld. Ich habe noch so über die Stabilität gesagt, dass die okay ist. Sie ist okay, aber sie ist halt nicht. Wieso habt das jetzt? Ne, ist so unten. Ne, ist alles richtig. So. Man sieht, der Winkel der Dinger ist jetzt nicht hundertprozentig richtig. Theoretisch müssten die weiter runter. Dann müsste ich das aber wieder umbauen. Dann sind sie aber zu weit unten. Also das ist. Ich kann da jetzt mit leben. Wo kann ich sie weiter runternehmen? Nee, geht nicht, weil die unten gegenstoßen. Genau. Man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen. Ne, dann sieht es ja noch blöder aus. Bleibt so. Basta. Also man sieht, die sind jetzt nicht hundertprozentig immer 90 Grad. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das nach Bauanleitung baut, sieht es ein bisschen besser aus. Mir war es wichtiger, dass das Ding, wenn ich es denn mal runternehme, auch runterklappt. So, und wie ihr seht, so ist das echt ein hübsches Modell. Und man kann das hier jetzt auch ohne Probleme transportieren an dem Ding. Hält alles. Es wubbelt und wackelt hier vorne ein bisschen, aber wie gesagt, so, mal gucken, dass es ein bisschen im richtigen Winkel ist. Ja, so viel zu meinem letzten Blue Bricks Modell, was ich im Bestand habe. Was da vielleicht noch zukommt, naja gut, ich hatte ja schon mal angedroht, der Gepard, das ist kein Blue Bricks, das ist eigentlich ein Xingbao oder Xinbao Modell, was in Kooperation so ein bisschen mit Blue Bricks in dieser Bundeswehrserie erscheint. Genau genommen ist das ja aber kein Blue Bricks Modell, sondern ein Xinbao. Da kommt der Gepard und der SLT-2. Wenn die kommen, da habe ich mich denn schon auf die NN-Liste setzen lassen. Da bin ich auf jeden Fall, ja, da bin ich dabei. Das nützt nichts. Da kann ich machen, was ich will. Die muss ich beide haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und für den, der das Ding noch nicht erworben hat und vielleicht mit dem Gedanken spielt, sie haben die Anleitung leicht modifiziert. Das heißt, es ist auf jeden Fall jetzt besser, wenn man so die Tipps hier von mir noch beachtet, vielleicht, die ich jetzt gemacht habe, was hier die beiden Panels angeht. Da habe ich gehört, das ist jetzt auch nicht besser. Der
Steinfluencer, der Michael Reimann oder Reimann heißt er, glaube ich, hatte das gerade kurz letztens in einem seiner Streams ganz kurz gezeigt. Und da waren die Panels hier vorne auch nicht besser. Er hat sie geklebt. Kann man machen, bin ich jetzt kein Freund von. Ich habe es halt modifiziert, also ein bisschen umgeändert. Und die Kanzel hing auch vorne so ein bisschen, wie sagt man so schön, unwillig runter oder irgendwie so. Ne? Also ein bisschen unmotiviert, das Wort fehlte mir gerade. Da hing so ein bisschen unmotiviert runter. Das ist so, finde ich, ein bisschen besser. Ist ganz okay so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ja, bin dankbar für ein Abo wie üblich und für einen Daumen nach oben natürlich auch. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Modell habt oder zu irgendwelchen anderen Dingen, ab damit in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.